Sehr geehrter Präsident, werte Kollegen, liebe Fernsehzuschauer, unsere Verbesserungsvorschläge zum Krankenhauszukunftsgesetz fanden im Ausschuss leider keine Mehrheit. Obwohl wir schon seit Monaten dafür kämpfen, das seit 2005 bestehende Krankenhausabrechnungssystem zu reformieren oder abzuschaffen. Dieses sogenannte DRG-System funktioniert unabhängig von regionalen Anforderungen, Patientenliegezeiten und Behandlungsqualitäten, einzig und alleine über eine Gruppierung von Schwere einer Krankheit und Prozeduren. Das System wurde damals schon mit viel Kritik eingeführt und hat einfach die Erwartungen nicht erfüllt. Im Gegenteil. So hat sich zum Beispiel die Gesamtzahl der Operationen verdrei- bis vierfacht. Die Versorgungsdichte der Krankenhäuser ist um 10% zurückgegangen, bei kommunalen Krankenhäusern gar um sage und schreibe 18%. Jetzt gerade aktuell in der Corona-Krise arbeiten die Krankenhäuser am personellen, logistischen und finanziellen Limit. Der Gewinnmaximierungsgedanke führte zum Personalabbau im Bereich der Pflegekräfte, zur Verkürzung der Liegedauer und einem Investitionsstau in Milliardenhöhe. Wir, die AfD-Fraktion, fordern die Abschaffung des DRG-Systems und die komplette Neustrukturierung der Krankenhauslandschaft mit einem effizienteren Abrechnungssystem. Die Lösung ist relativ einfach. Wir brauchen ein vorausgezahltes, regional orientiertes Pro-Kopf-Vergütungssystem, kurz gesagt ein PRP. Dieses neue PAP-System basiert auf einer Vergütungsform, bei der die ökonomische Hauptverantwortung und ein Teil der Versicherungsrisiken auf die Leistungserbringer übergehen. Damit wird der Anreiz, eine Gewinnoptimierung für überflüssige Mehrleistung zu betreiben, uninteressant, auch für die linke Partei. Nur mit qualitäts- und praxisorientierten Behandlungen lassen sich neue Zuwächse erzielen. Gefördert werden dadurch Patientenfreundlichkeit und Zuwendung, Forschung und Innovation in Deutschland und, was in Anbetracht der aktuellen Corona-Krise äußerst wichtig erscheint, Flexibilität und schnelle Reaktion auf globale Krisen. Bereits 2017 hat unser Team um Professor Gerke gefordert, ein Abrechnungssystem zu etablieren, welches durch eine Regionalkomponente schnell an aktuelle Bedürfnisse angepasst werden kann, wie zum Beispiel bei Pandemien. Deshalb fordern wir die Bundesregierung auf, eine entsprechende Gesetzesinitiative zu erarbeiten, die das DRG-System komplett ersetzt. Dazu fordern wir erstens die Einführung eines Systems mit einem vorausbezahlten Regionalbudget durch Pro-Kopf-Pauschalen, zweitens die Beachtung regionaler Gesundheitsdaten, drittens die tagesgenaue Anpassung der Regionalfaktoren bei globalen Gesundheitskrisen und schnelle Liquiditätstransfers, sowie viertens die Abschaffung des völlig unnützen bürokratischen Kodier- und Dokumentieraufwandes. Das, meine Damen und Herren, im Interesse unserer Patienten. Für zukünftige Krisen brauchen wir ein modernes und flexibleres Krankenhausabrechnungssystem mit schnellen regionalen Schalthebeln. Da wir eine mangelnde zukunftsorientierte und strategische Ausrichtung Ihres Gesetzentwurfs vermissen, wird die AfD diesen auch ablehnen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Jetzt erhält das Wort die Kollegin Sabine Dietrich.